Ja, guten Morgen. Oder seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorim zu einem neuen Part. Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst, mit dem hier. Jo. Der kleine Zwerg hier. Ja. Im letzten Part war hier einiges los. Der Orgulianer-Turm, man sieht ihn hier vielleicht nicht ganz raus. Nein, man sieht ihn gar nicht. Das Fenster ist in die verkehrte Richtung gestellt. Das zeigt in die Richtung, man sieht eventuell das Haus. Nein, sieht man auch nicht. Naja, wie auch immer. Heute wird hoffentlich mal ein bisschen entspannterer Part. Mal so ein bisschen aufräumen hier. Das Haus ist zersprengt worden. Mal ein bisschen da klar schief machen. Und dann vielleicht, ja, auch ein bisschen, ja, aufräumen im Sinne, dass ich mal das Inventar sortiere und auch mal ein bisschen runtergehen in den Keller, da mal ein bisschen was klar schief mache. So habe ich es mir gedacht. Und ja, demnächst müsste auch mal wieder unter die Erde gegangen werden. Ja, ich habe hier über Nacht mal ein bisschen im Gasthaus verbracht. Ich wollte nicht in mein zerstörtes Haus gehen. Ich wollte mal in einem komplett intakten Haus schlafen, im Gasthaus. Naja. Demnächst müssen wir, wie gesagt, mal wieder unter die Erde mal ein bisschen Materialien finden. Eisen brauchen wir mal wieder. Da brauchen wir neues von. Und Gold. Ja, Gold brauchen wir nicht. Haben wir schon ein bisschen was an Deko. Und Diamanten wären mal fein, wenn man die mal wieder finden könnte. Naja, schauen wir mal, was dieser Part so bringt. Gehen wir mal hinunter zum Frühstücken oder was? Machen wir dazu. Hey, Herr Wirt. Oh, Hallöchen. Wer seid denn ihr? Dich kenne ich, du bist der Wirt. Aber hallo, wer bist denn du? Tag auch. Kennen wir uns, haben wir uns schon mal gesehen? Die Truhe? Ich soll die Truhe öffnen. Das ist aber eine seltsame Truhe. Mhm. Was haben wir denn hier drin? Ein Buch. Noch ein Buch, ein neues Buch. Ah, hoffentlich stehen da nicht. Ein goldener Apfel. Geschenk für mich? Der goldene Apfel. Soll das ein Geschenk sein für mich? Vielen Dank. So, Herr, netter Herr. Soll ich mal das Buch lesen? Was wollen, ist das eine Nachricht von Ihnen? Was möchten Sie von mir? Hoffentlich nicht. Noch ein Abenteuer. Nicht noch eine schlimme Nachricht. Mal lesen, was denn da drin steht. Oh, ein langer Text. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Siegfried. Ich komme aus fernen Landen. Seit langer Zeit irre ich nun schon durch die Ebenen dieser Landschaft und suche nach Rast und Unterkunft. Ich bitte Sie, gnädiger Herr, lasst mich in eurem, in euren Landen, in eurem Dorf. Gleich umblättern? Ja. Mein Lager aufschlagen, mein Dank und meine Dienste als Händler seien euch gewiss, edler Mann. Oh, das ist aber eine Anfrage. Oh, ja, das kommt hastig. Aber natürlich, ja, sind ja schon hier. Sie haben sich hier schon im Gasthaus eingefunden und ja, wieso nicht? Also ich kann Ihnen das ja nicht ausschlagen. Sie sind weit gereist, kommen jetzt hierher und bitten darum, dass Sie hier
Ja, haben bestimmt im Gasthaus auch schon geschlafen, vielleicht direkt neben mir, und ich habe das nachts bemerkt. Mit dem Wirt haben sie bestimmt auch schon gesprochen. Ja, ich hätte nichts dagegen. Können wir gleich mal gucken, wo wir hier auf dem Gebiet mal ein Haus errichten können. Also ich habe gerade noch nicht die Materialien. Ich kann aber so ein bisschen in Bäumen gucken, was ich da so abgraben kann, was ich da so abernten kann. Da findet sich bestimmt was. Also sie sind herzlich eingeladen. Kommen Sie ruhig. Also ja, einen Händler können wir gebrauchen hier. Darf ich die Kiste mal mitnehmen? Okay, ja. Können Sie behalten. Ja, verstehe ich. Ihr Gepäck, Ihr Reisegepäck, Ihre Aufbewahrung ist in Ordnung. Na dann. Gucken wir mal, wo wir was finden für den netten Herrn hier. Okay. Ich schau mal nach. Suche mal ein Plätzchen aus. Ja. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Können wir machen, oder? Dem können wir doch was anbieten, dem Siegfried. Ich glaube, einen Händler im Dorf zu haben, ist, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Das ist. Kann man mal machen. So, mein Ställchen aussuchen. Hier mein Jodchen, schattiges Plätzchen. Ja, hier, gar nicht so schlecht. Hier hat er Blick aufs Meer. Direkt hier bei mir. Ja, kann man doch hier mal ein bisschen was abbauen. Hier mal ein bisschen Platz schaffen. Ja, bietet sich doch an. Hier so ein kleines Häuschen. Müssen wir noch Holz finden für das Hütchen von ihm. Man muss ja nicht viele Etagen haben. Wie mein Haus, kann ja ein kleines, bescheidenes Häuschen sein. Bis er mal irgendwie, ist ja nur vorübergehend, bis er mal irgendwann mal weiterzieht und mal seine eigene Heimat findet, kann er ja hier mal im kleinen Hütchen unterkommen. Spricht ja nichts dagegen. Gäste nehmen wir ja hier mal gerne auf. Solange sie Gutes mit dazu tragen, solange sie dem Dorf was Tolles bringen, nicht Schaden anrichten. So, mein Haus. Es wird Nacht, da gehe ich mal schlafen. Es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. So, die Wand müssen wir auch mal reparieren. Das ist doch hoffentlich das Holz hier. Ja, okay, einen Block haben wir hier noch zur Verfügung. Da müssen wir neues abbauen. Und welches Holz bist du? Ich glaube, ich baue hier erstmal mein eigenes Haus auf, bevor ich mit dem Aufbau anderer Häuser beginne. Ja. Fichtenbretter sind was anderes, oder? Das passt dann nicht ganz rein. Es würde ein unschönes Flicken geben hier, oder? Und da sehe ich das falsch. Na, ja, das ist ein anderes Holz. Da müssen wir mal nach anderem, nach Eichenholz suchen. Ich glaube, Eichenholz war es. Hier wurde auch ein Loch reingerissen. Ja, da haben wir, glaube ich, mit dabei, oder? Dann können wir hier mal zubauen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Oh, den goldenen Apfel, den müssen wir mal wegstecken. Für schlechte Zeiten. Wollen wir nicht gerade mal so auffuttern. Müssen wir mal irgendwo mal in dem Kampf gegen die Orguyana. Da können wir den bestimmt verwenden. Ja, und vielleicht ist auch gar nicht so schlecht, dass wir den lieben Händler, den Siegfried, hier mal aufnehmen. Vielleicht weiß der ja so ein bisschen was. Vielleicht hat der ein paar Wissenswerte, Fakten der. Vielleicht hat der so ein paar Informationen, die er uns anbieten kann. Die auch so ein bisschen als Dankeschön, dass er hier wohnen kann. Ja, er hat uns schon den goldenen Apfel gegeben. Das ist sehr gut. Da bin ich ihm sehr dankbar schon. Aber ja, Informationen.
zu Orianern. Vielleicht kennt er sich da ja ein bisschen aus. Vielleicht hat der ja da ein bisschen Wissen und kann da uns vielleicht ein bisschen helfen. Das Eichenholz, das brauchen wir. So. Ist hoffentlich auch eine Eiche. Da hinten rennt jemand an meinem Haus rum. Ein Skelett. Oh wei, oh wei. Mal das Steinschwert nehmen. Mein Dorf wird ja auch immer befallen von allen möglichen Leuten. Ja. Skeletten, Creepern, Zombies, Orgulianern. Ach je, habe ich mir ein schönes Örtchen hier ausgesucht. Friedlich ist es hier nicht gerade, wie es ausschaut. Knochen. Damit können wir uns wohl irgendwann mal einen Wolf zähmen. Hündchen. Ein Hündchen als Haustier. Wenn wir mal einen finden, einen Hund, einen Wolf. Jetzt haben wir schon den vierten Knochen von dem Skelett, was wir gerade getötet haben. Ist nicht schlecht, auch Feinde zu töten. Hier kriegt man auch ein bisschen was ab. So, Holz, 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 Holz. Holzi, Holzi, Holz. Das können wir ja brauchen. So, da noch ein bisschen abgraben. Wir sammeln einfach alles ein. Wir können es gebrauchen. Wenn nicht für unsere Wand, dann für das nächste Haus. Das kleine Häuschen hier. Wir wollen ja hier eine kleine Unterkunft für den Händler machen. Das wäre nicht schlecht. So, das ist eine Eichfläche. Da können Sie leider nicht drin baden. Es tut mir leid. Ich suche gerade Holz für Sie. Ich baue dann Ihre Hütte. Okay. Siegfried. Siegfried macht da unten seine Sachen. Der guckt sich schon mal das Dorf an. Schaut sich schon um, wo demnächst wohnen wird. Muss man ja kennen, sein Zuhause. Jo, ein bisschen was haben wir hier schon gesammelt. 48 Sticks hier an Eichenholz. Können wir das noch zu Brettern verarbeiten? Da haben wir auf jeden Fall schon ein ganzes Stückchen was. Können wir das Haus reparieren und auch noch ein bisschen was dazu tun hier für das Haus. Können wir das Haus schon mal anfangen? Das kleine Haus, das kleine Hütchen von Siegfried. So, mal hier das Unkraut entfernen. Den Rest, die Blätter. Die bloß nicht von der Klippe fallen. Gut, dass ich mein Haus direkt an der Klippe gebaut habe. So, Crafting Bank.
Bis heute schlafen gehen, wenn es Nacht wird. Ich habe hier eine offene Tür, hier eine offene Wand. 64er Stick ist voll. Boah, zwei 64er. Das hat sich hier gelohnt. Drei 64er, da können wir das jetzt auf. Da können wir fast ein ganzes Haus bauen. Das ist doch hier. Wenn das sich nicht lohnt. Eichenbretter. Hervorragend. Ich will nicht übertreiben und sagen, wir können uns noch was zurücklegen. Nein, ich unterschätze das dann doch, aber ja, wir können zumindest schon viel an dem an dem neuen Haus für den Siegfried ausrichten. Können wir schon viel mitmachen. Jo, und da ist die Wand wieder zu. Da können wir das doch mal richtig aufhängen. Wo es hingehört. So, zack. Genial. So, da hängt die goldene Axt und wir können mal schlafen gehen hier in aller Ruhe, wo die Wand wieder zu ist. So, Tag ist es wieder und dann bauen wir mal. Für neben Siegfried, der hoffentlich die Nacht mal im Gasthaus verbracht hat und nicht in der freien Luft. Ein kleines Häuschen. Ich hoffe, der ist uns noch nicht abgehauen hier. Weil er eine Nacht hier überstehen musste. Ach, der ist lange gereist. Der hält das aus. So. Setzen wir mal die ersten Steine. Hervorragend. Und dann bauen wir mal. Und schauen, was wir hier hinkriegen. Da. Zack, zack, zack. Und zack. Was draus machen aus den Fichtenbrettern. Ich glaube nicht mehr wirklich. Da decken wir es mal hier ab mit dem Eichenholz. Machen wir es zu. Nur ein Dach drüber, so ein einfaches, schlichtes Dach. Und ich hole noch mehr Fichtenholz. Da habe ich doch noch ein, zwei Sticks noch mit drin. Sticks. Ich glaube, das spricht man so, das nennt man so. Wo komme ich jetzt am besten runter, ohne mir den Hals zu brechen? Vielleicht über den Baum. Wäre eine Option. Ein Versuch wert. Will ich schon wieder hier sterben, hier beim Hausbau. Habe ich schon mal geschafft.
Bin ich gerade noch höher hinausgestiegen? Um tiefer zu fallen? Oh, bei. Naja, ich würde mal sagen: 1, 2, 3, Geronimo! Puh. Haben wir geschafft. Das haben wir überlebt. In Abenteuerfahrt durch die Blätter des Baumes. Na, das ist jetzt gar nicht mehr so hoch. Vielleicht kommen wir da trotzdem noch rüber hier. Noch ein Schritt. So, 1, 2, 3. Giovanni Mau. Phew. Unbeschadet runtergekommen. So. Sammeln wir das noch auf. Gucken wir mal, was wir hier für Holz noch kriegen. Bis das Dach ein bisschen besser aussieht. Da wollen wir doch das Beste mögliche dem Gast bieten hier. Jetzt haben wir hier noch was drin. Nee, dann versuche ich mal hier ein bisschen zu craften. Okay. Was haben wir hier? 21 Fichtenbretter. Besser als nichts. Kann man vielleicht schon ein kleines Dächlein draus machen. Kann draus was werden. So, Erde. Machen wir mal hier die Erdtreppe, hier den Erdfahrstuhl. Copyright bei Grund. Ich weiß. Sind jetzt die Fichtenbretter. Zack, zack. Ich das da unten abbauen. Ach, verdammt. Mieser Fallschaden. Fieser Malschaden. Eine Tür brauchen wir noch. Da müssen wir was bauen. Ja, die lässt sich nämlich viel leichter abtragen als das Gestein, als das Bruchgestein, was wir da eben drüben verwendet haben. Vorhin. Ach nein, jetzt habe ich Holz. So, wenn ich das teure Fichtenbrett jetzt hier. Das wertvolle Fichtenbrett. Zack, zack, zack. Mit billiger Erde wollen wir uns jetzt hier hochgraben. Ja, ich weiß, das geht eleganter. Man könnte da auch was machen, dann sähe das eleganter aus. Aber ja, komm, wir wollen jetzt hier mal was Provisorisches, ein kleines Hütchen draus machen. Ich glaube, weit kommen wir trotzdem nicht, aber vielleicht finden wir hier noch eine Fichte, die wir benutzen können. Ja, ich dachte, wir kämen ein bisschen weiter, aber naja, der Anfang ist gesetzt. Sieht fast besser aus als meins, hier mit dem Steindach. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen, weil ich will jetzt hier ungern von Monstern daran errascht werden. Naja, kann er zumindest schon mal schlafen, der Liebe. Kann zumindest schon mal mit fast einem Dach über dem Kopf schlafen. Kann er schon mal in die Geschichte da reingehen. Die Tür würde ich dem auch noch bauen. Achso, ich dachte, da ist gerade irgendwas Wichtiges, was Goldenes oder sowas auf dem Baum da. So, Fichtenholz muss es doch irgendwo geben. Bist du eine Fichte? Sonst suche ich mal nach Eiche. Aber das ist hier vielleicht Fichte. Eichenholz. Eichenholz, Eichenholz. Sonst brauchen wir es immer. Jetzt haben wir es. Das könnte Fichte sein. Na, was bist du? Fichtenholz. Hervorragend. Das wollen wir, so wollen wir es sehen. 4. Da brauche ich gar nicht zur Werkbank stolzieren. Kann ich das direkt hier machen.
Das geht im einfachen Handwerk. So, zack, ein bisschen Fichtenholz für den Zwerg. Vor allem für den Siegfried. Der Siegfried. Ein seltsamer Name. Ja, hat er sich nicht ausgesucht. Haben ihn wohl seine Eltern so genannt. Vermute ich mal. Stammt aus einem anderen Lande. Müssen wir ihn ja mal fragen, wo der herkommt. Das würde mich interessieren. Unser Händler, wo der herkommt. Aus welchem Gebiet? Ist das ein Wüstenmensch? Ist er eine Sumpfschildkröte? Oder was? So. 28 ist noch nicht viel. Wenn wir noch was anderes kriegen, können wir vielleicht das Dach irgendwann mal schließen. Nein, nicht die Eichenbretter wegwerfen. Die Fichtenbretter. Sorry. Fichtenholz. Ja. Können wir abbauen. Tut die leid, alle dumm. Abgebaute dumm. Holz fürs Haus, 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 Haus. Ein Haus aus Holz. Holz, Holz, Holz. So, haben wir es da mal gleich. So. So, der Baum ist auch abgeerntet. Da schwebt ein Stück in der Luft. Können wir das befreien? Ja. Können wir wegmachen. So. Was bringt das jetzt noch? Boah, 56 wird reichen. Hoffentlich. Na, diese Eisfläche hier. Wir sind wohl zu hoch auf dem Berg. Hier können wir keinen See entstehen lassen. Keinen Strand. Dann wird so nix. Ach, ich glaube, eine Tür haben wir auch noch parat. Da müssen wir jetzt hier nichts aus dem Holz bauen. So, Erde. Erdfahrstuhl. Finde den Unterschied. Naja, wird wohl anderes Holz sein. Ist doch anderes Holz. Man erkennt den Unterschied schlecht, aber es ist anderes Holz. Eichenbretter, da noch eins hin. So, jetzt brauchen wir wieder den Lift. Nicht zu oft fallen. Wir haben zwar einen goldenen Apfel, aber den nicht hier noch nicht unbedingt einsetzen. Scheint auch ein verzauberter Apfel zu sein, also edelste Ware. Eichenbretter. Ja, da sieht man den Unterschied. Mal als Vergleich. Also ist doch was. Da ist nicht so intensiv. Hätte man auch Eichenbretter nehmen können. So heftig ist der Unterschied dann doch nicht. Aber hoffentlich wird man sehen. Man wird vielleicht einen feinen Unterschied sehen und erkennen, dass das Dach sich vom Rest des Hauses abtrennt, abbildet. Dann wollen wir es mal schön machen. Da können wir eigentlich die hier wieder abbauen. Aber egal. Geschenkt. Müssen wir vielleicht von unten dann machen.
Da ist meine Kamera gerade kurz ausgegangen. Ich hoffe, es fiel nicht sonderlich auf. So, hier mal zumachen. Da müssen wir nicht sonderlich spitz noch was drauf machen. Schon spitz genug das Dach. So. Dann kann er gleich einziehen. Machen wir noch ein bisschen Bodenbelag drauf. Dann haben wir es fertig. So, sieht doch ja nicht mal so scheiße aus. Naja, ein bisschen was sollen wir hier noch vielleicht außen dran machen, damit es nicht zu sehr nach Zwerg aussieht. So ein Licht können wir da vielleicht auch noch reinbringen. Ein paar Fackeln dürfte ich ja noch übrig haben. So. Vielleicht kriegen wir das hier noch ein bisschen bunter. Zack. Als Dach. Ja, ein, zwei Blöckchen bräuchten wir da noch für. So, Fichte. Es wird schon dunkel, ich weiß. Das muss schon ein Weilchen dauern jetzt hier. Da die Kamera ausgegangen ist, schätze ich mal, wir sind ungefähr bei einer Stunde jetzt. Rohdatei. So viel schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht. Und was habe ich gerade gemacht? Ein Eichenbrett durch ein Eichenbrett ersetzt. So, haben wir es auch gleich fertig. Zack, hier noch eins rein. Und hier noch eins. Und zack, da haben wir sogar noch drei Fichtenbretter übrig. Ja, voilà. Und da haben wir ein Haus. Türchen noch rein. So, da kann auch noch Eichenbrett. Und das es hübsch aussieht. Sieht zwar so ein bisschen in den Berg reingebaut aus. Ist es vermutlich auch ein wenig. Aber gut, schauen wir mal rein. Okay, jetzt wollen wir vielleicht auch noch einen Boden reinmachen. Fackeln haben wir auch noch 5 dabei. So, hier am Eingang immer gut ausleuchten. Zack, darfst du noch haben. Gut. Ein bisschen Bretter noch für den Boden. Ja, dann haben wir es auch fertig. So, noch eine Türe holen und dann ja, manges Bett, eine weiße Wolle haben wir, ja, können wir da noch nicht viel machen. Tür können wir auch bauen, machen wir,
Eichentür. Ach, drei, jetzt haben wir. Jesus. Naja, haben wir wieder welche auf Vorrat. Nehmen wir die hier, die wir schon drin haben. Den Redstone mal in die Kiste tun. Muss man nicht mit uns rumschleppen. Ist damit nicht so gut. Sein, wir wollen mal was bauen. Dann können wir es mit uns rumschleppen. So, ich weiß gerade nicht, wo der Händler hinten ist. Aber der wird es wohl irgendwann mal sehen, dass sein Haus fertig ist. So. Ich glaube, das kann man so anbieten. Kann man schon so anbieten. Sieht nicht schlecht aus. Wir müssen das Dach noch ein bisschen besser formen. Herr Siegfried hier mal drin wohnen. Ja, Bett hat er vielleicht mitgebracht. Dann kann er hier drin wohnen. Ja, Fenster würden noch fehlen. Dann wäre nicht schlecht. So ein bisschen Glas, aber ich glaube, das mache ich mal. Das mache ich ein bisschen offscreen. Fenster rein und dann passt das schon. Ich würde sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Da der Part jetzt schon ein bisschen lang ist, da kann der liebe Siegfried da jetzt einziehen. Oh, scharf. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video, wenn ihr mit Zwangfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen förstlichen Tag, bevor die Konsole hier schlapp macht. Dann würde ich sagen, haut darin. Bis dann und ciao, ciao.